So, hallo, wir machen weiter bei Super Mario Maker 2. Letztes Mal hatten wir wieder ein bisschen Musik. Und heute würde ich ganz gern wieder einfach mal neue Level mir angucken. Einfach mal wieder ein paar Firsts holen, sozusagen. Ein paar Erster. Sammle mindestens 2 Münzen und erreiche das Ziel von Ayufan. Da ist keine Münze drin. Da ist auch keine Münze drin. Da ist auch kein... Aua. Da ist der Tod. Okay, den Pilz würde ich gerne mitnehmen. Den Rest kann das Spiel behalten. Da ist auch nochmal ein Pilz drin. Die Frage ist halt, wo Münzen sind. Da! Da sind Münzen. Oh. Was ein tolles Level. Es wäre ja fast schlauer, den Pilz hier drüben... Wait! Da oben kann man hin. Aua. Wie komme ich da hoch? Ah ja, es ist ja schlauer, hier den Pilz sich zu holen. Aber guck mal, da oben sind Blöcke. Ich weiß nicht, wie ich da hochkommen soll. Und hier aus nicht. Nee, kann, wahrscheinlich später. Die sind wahrscheinlich für, von später für irgendwas. Da sind meine 2 Münzen. Okay, ich habe die Münzen. Jetzt nur noch zum Ziel. Ich laufe hier einfach mal weiter. Ja, wow. Okay. Die Frage ist, waren wir die Ersten, die das rausgefunden haben? Ich wette nicht. Ich fürchte nicht. Ich fürchte nicht. Oh, yes. Gut, aktualisieren. Boo Cloud World. Jump on the clouds, so easy. Wir sehen noch nicht mal das Thumbnail, aber los geht's. Besiege alle Bum-Bums. Okay. Wo sind denn hier Clouds? Ach, da. Und eine Sonne ist auch dabei, ja, Mensch. Und da ist mein Bum-Bum. Dude, mach einen Abflug. Oh, jetzt ist er da drauf. Das ist nicht so gut. Nein, ich wollte ihn... Ach, Mann. Das war nicht so gut. Okay, wir machen was anders. Nein, ich wollte ihn erwischen. Nice. Er stürzt aber... Er stürzt aber halt nicht ab, wie ich das gern gehabt hätte. Aber das funktioniert. No. Mach einen Abgang. Wo ist der Stern eigentlich? Wo kommt der her? Kommt der hier raus? Da kommt eine Blume. Da drüben kommt der Stern raus. Okay. Wir holen uns den Stern und dann ist die Sache geritzt. Gib mir dies. Und jetzt ab ins Ziel. Oh, das war sogar super knapp. Huf, aber wir waren nicht die Ersten. Das ist viel einfacher zu schaffen.
Außer, gut, es sind halt so viele Level mittlerweile, die hochgeladen werden. Es kann natürlich sein, dass wir die einzigen waren, die das Level gespielt haben. Ja, okay, alles klar. Mehr Erster für mich. Coin Collector. Aber keine Zeit mehr, das richtige Wort zu schreiben. Coin Collector. Man muss sie lieben. 64 Münzen. Na dann. Auf geht's. Oh no. Wobei das damit einfacher geht, die Münzen zu sammeln, ne? Yay. Die Pflanze ist mein Coin Call. Oh nein. Ich habe da unten welche liegen. Ich komme da nicht mehr hin. Muss ich alle? Ja, das ist super. Kann ich neu starten. Ja, wir nehmen einfach die Pflanze nicht mit. Ist okay. Was tue ich? Sind da oben eigentlich auch nochmal Coins? Nein. So, aber jetzt hier. Das ist ja dumm, dass man da nicht mehr zurück kann dann. Nicht sehr durchdacht, Kollege. So. Oh, die gehen da gar nicht drauf. Ach doch, die gehen da drauf. Nice. Oh, nice. Habe ich gleich mitgenommen. Habe ich die auch gleich mitgenommen. Sehr schön. Ja, easy. Waren wir auch Erster, ist die Frage. Im Coin Collector. Das Level ist sogar ganz cool eigentlich gewesen. Das Level war nicht verkehrt. Der Name ist halt ein bisschen doof. Aber was soll's. Lava Day. Oh ja. Let's go in die Lava. Which day is today? It's Lava Day. Erreiche das Ziel als Katzen-Mario. Kriegen wir gleich Katzen-Mario? Ja gut, da wäre ein Katzen-Mario. Da kommen wir aber nicht ran. Ja gut, vielleicht kommen wir da doch ran. So. Da ist aber nochmal Katzen-Mario. Achso, aber ja, ich muss ja erstmal durchkommen. Hier ist überall Katzen-Mario. Hier ist ein bisschen oft Katzen-Mario. Da kommt noch ein Katzen-Bowser. Keine Lust auf Mauser. Da ist ein Stern. Jetzt habe ich doch Lust auf Mauser. Das war die falsche Richtung, Mario. Kannst du jetzt bitte einfach da hochgehen? Mario! Ich habe nicht ernsthaft alle Glocken da oben jetzt verpulvert. Oh mein Gott! Wird doch wohl an dem vorbeikommen. Du Hund! Katze. Dass ich echt alle Glocken eingesammelt habe, ne? Ist wieder so dämlich einfach, ne? So, lass mich in Ruhe. Hier unten ist keine Katze. Natürlich. Warum sollte auch da unten eine Katze sein? Oh, wait, man kann das sogar ohne den Stern schaffen. Nee, an die komme ich nicht ran, okay. War ja nur eine Idee. Oh nein. Oh, ist das Level toll gebaut. Macht richtig Spaß, dieses Level. Alter!
Okay, also oben drüber ist eine ganz ungünstige Idee, weil dann verbaut man sich den Rückweg. Oh boy. Ich muss jetzt irgendwie... Ach so. Alter! So, lass mich in Ruhe. Sheesh. So. Diesmal werde ich nicht... alles verpulvern. Geht doch. Mein Gott, das hätten wir auch eher haben können. Es wäre jetzt eigentlich nicht verdient, hier Erster zu werden. Aber vielleicht auch das wieder ein Level, was einfach bei anderen noch nicht so schnell aufgetaucht ist. Ja, unglaublich. So, aktualisieren. Uno Mars. Pushing the Boundary. Der macht doch immer so... Glitch-Kram oder sowas. Ja. Dieses Uno Mars-Zeug, das sind immer irgendwie so Glitch-Sachen. So, wie löse ich den jetzt aus? Ich dachte über den vielleicht, aber da passiert ja nichts. Hä? Hä? Okay. Ja, das war Uno Mars. Ja, der macht immer so Kamera-Glitch-Zeug und Krams. Interessant, auf jeden Fall immer. Ja, gut. Aber ist das dann Speed Pro 5, der das auch... Also, ist denn das jetzt wirklich Level von Speed Pro 5? Oder hat der jetzt einfach zufällig das auch... Uno Mars? Ich blick da nicht ganz durch, was jetzt... Ich meine, Leute können ja... Mehrere Leute können ja ihr Zeug Uno Mars nennen. Ich dachte, das ist so von einem... Speziell, das ist es gar nicht. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Aber es war trotzdem so ein Glitch-Kram. Interessant. So. Troll 1. Hildegard 2. Troll 1 von Hildegard 2. Gibt es eine schönere Kombination? Und es ist auch noch ein Deutscher. Oder eine Deutsche. Wobei der Mies sieht eher männlich aus. Dann troll mich mal, Hildegard. Hey, diese ganz tollen Trolls, wo du keine Chance hast zu wissen, wo es weitergeht. Ja, das ist ein super Troll. Also Hildegard, kannst du auch gut trollen oder nur scheiße? Wir werden es gleich herausfinden. Komme ich da oben rum? Nein. Ich habe schon gedacht, dass jetzt keine Dings mehr rauskommt. Na klar. Na klar. Oh. Okay, das war ein guter Troll, weil ich war dumm. Das war tatsächlich ein guter Troll. Das war nicht, was ich wollte. Aha.
Ja, das Auto brauchen wir dann eigentlich auch gar nicht. Ich brauche die Blume, das brauche ich. So. So. Ja, war ja klar. Irgendwo musste ja was sein, wenn es da drüben nicht weitergeht, ne? Das war ja klar. Jetzt komme ich zu der Röhre. Ja. Jetzt komme ich zu dem Bowser. Muss ich den besiegen? Ja, anscheinend ja. Aber da kommt ja sogar noch eine Blume rund nach. Insofern. Oh, da ist nicht mal. Okay, da ist der Schlüssel. Okay. Zieht ihr da mal durch. Ich gehe mal oben rüber. Oh, er geht davon aus, dass ich oben rüber gehe. Das ist schon mal nicht so gut. Nein, ich hab's nicht erwischt. Da ist das Ziel. Oh, wait, dann haben wir's ja. Lul. Oh, wait, wir haben's nicht. Oder wir haben's doch? Wir haben's doch. Unglaublich. Naja, so viel Troll war es jetzt leider nicht. Also guter Troll. Dafür kann man viel zu viel skippen. Aber immerhin erster, darauf kommt's an. Tennis Mario Reverse von Party Gamer. Auch ein Deutscher. Ach so, hier muss ich spielen. Na, jetzt wirst du wohl. Das gibt's doch nicht. Ah! Man trifft es einfach nicht. Er geht zwar darüber, aber er geht da nicht in den Pau rein. Oh oh. Ich hätte nicht gedacht, dass das noch passiert, okay. LOL! LOL, plötzlich geht's. Auch interessant. Yes! Yes! Das war ja super einfach. Okay. Yay! Gut. Das möchte ich mal im Multi sehen. So. One Life. Ja, das ist normal, Domi. ADR. Mit Bowser vor dem Ziel. Wer kennt es nicht? Besiege alle Bowser. Ah, die muss ich auch noch besiegen, die Bowser, den Bowser vor dem Ziel. Das ist natürlich nicht so gut. Aber das ist wahrscheinlich das ganze Level. Und jetzt habe ich schon versaut. Wait. Ich liebe es.
Ah. Entschuldigung, die moderne Welt. Il mondo moderno. Ah. Ich darf nicht so viel lachen. Dann kratzt der Hals. Die moderne Welt gibt mir erstmal das da. Die Frage ist, will ich da rein? Nein. An sich nicht. Die moderne Welt hat kein gutes Level-Design. Ah! Was ist das? Nein, es war jemand schneller. Warum? Warum? Für Lava Day hat Subi... Ja, meinetwegen. Das ist mir doch egal. Der Rekord ist mir egal. Den Erster kann er mir nicht nehmen. Das ist doch ein Name. Pauli, du bist mein Held. Das ist ein Name, genau den brauchen wir. Ich kann ihn gar nicht vorlesen. Zwei... wir wollen keine Zeit verschwenden. Nachher... verliere ich noch meinen Erster, weil ich jetzt den Namen versuche zu lesen. Das wäre ja blöd. Ich hab's probiert. Das war nicht so eine gute Idee. So. Gehen wir mal da rein. Ah ja. So ein Ding ist das. Dann gehe ich da auch garantiert nicht in die Lücke, weil dann ist da in der Lücke auf jeden Fall auch der Tod. Dann gehen wir wirklich hier oben rum. Und lösen den mal aus. Kriegen wir nämlich einen neuen Pilz. Haha. Oh oh. Okay. So, jetzt können wir über die mal drüber springen, die da kommen. Uns nicht weiter beirren lassen. Ja, das war dann das. Da waren aber andere wieder schneller, könnte ich mir denken. Aber ich finde, das Level wird dem Namen gerecht. Das ist, ach doch, Erster. Okay. Eins noch, dann hören wir auf. M12 Grotte Augskupa. Ach so, ah, ich wollte schon sagen, wieder jemand, der nicht Deutsch kann, aber ja, wenn man mal die Flagge anguckt, passt das ja sogar. Grotte Okupa. Könnte also sogar ein schönes Level sein, weil es offensichtlich jemand ist, der eine Art Welt baut. Ne? 1, 2. Die Grotte der Koopas. Mal gucken. Vielleicht haben wir tatsächlich mal ein schönes Level. Okay, das hätte ich mit dem holen sollen. Aber egal. Oh, kann man da hoch? Nee. Ah, doch, weil dann hier eine Ranke. Wait, das holen wir uns. Da ist bestimmt eine Starcoin oder sowas oben versteckt. Yes. Genau. Das wäre meine Starcoin. Checkpoint. Nee, ist ein schönes Level. Schöne 1-2-Welt. Das ist echt mal cool. Das ist wie, es könnte ein Nintendo-Level sein, ne? Das ist so ganz typischer Level-Design. Sehr schön. Kriegt auf jeden Fall ein Herz nachher. Könnte man auch gut im Multiplayer spielen. Da käme jetzt auch wieder mit einem Shell-Dings ran. Ja, schöne 1-2-Welt. Kann man nichts sagen. Passt. Sehr schön. Also mit das beste Level, was wir heute gespielt haben. Ja, hatte leider auch schon jetzt leider jemanden. Schade. Dann machen wir noch eins. Ich will auf jeden Fall mit einem Erster abschließen. Habe ich es jetzt geliked? Nein, ich habe es vergessen zu liken, oder? Muss ich nachher noch nachholen. Schauen wir uns den Parcours hart an. Ich glaube, ich habe vergessen es zu liken. Ich muss ich gleich noch nachholen. Ob der Parcours hart wirklich so hart ist. Oh mein Gott. Oh.
Uff. Das war. Uff. Das war crazy. Oh, mehr crazy Parcours. Oh, mein Gott, ist das schwierig. Puh. Ist das ein Ernst? Ist dein Ernst? Alles klar. Boah. Es war schon krass jetzt. Yay. Oh nein, es ist nicht der erste. Oh Mann. Okay, noch eins. Das gibt's doch nicht. Hi. Thomas Like schreibt Hi. Und die Beschreibung sagt Hi. Und das Thumbnail sagt Mond. Gegeneinander hat das getaggt. Er hat das Level High genannt, er hatte die Beschreibung High geschrieben und er hat das Ding gegeneinander getaggt. Okay. Okay, können wir erstmal dafür sorgen, dass das Ding da abhaut? Ja, nicht ich. Das Ding. Shish. So, jetzt ist er weg. Blöder Giftpilz. Und nü? Jetzt fahren wir durch die Nacht. Und gleich fällt ein Swamp auf uns runter. Oder so. Ist das jetzt richtig rum? Ja, doch, das ist richtig rum! Wait, was muss ich denn da? Hä? Das war smart. Warum ist hier ein Schlüssel? Ein Schlüssel. Ist das eine Death Door? Ist hier irgendwo ein Schlüssel versteckt? Oder kriege ich dann den Schlüssel und gehe damit zurück? Ja, wahrscheinlich das. Wahrscheinlich kriege ich in der Subworld hier einen Schlüssel. Und gehe dann mit Schlüssel zurück oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Ja, jetzt fahren wir wieder eine Runde spazieren. Nice. Aber wofür? Wofür das alles? So, das muss ich hier umstellen. Aber was mache ich jetzt hier? Ich meine, ich kann mal auf die runtergehen. So. Und dann fährt die da rum. Ah, und jetzt laufe ich wieder runter. Ich bin ja auch blöd. Okay. Jetzt sind wir wieder in der Hauptwelt, wo die Schlüsseltür unten ist. Kann ich da rein? Das ist Ziel. Hä, was hat's jetzt mit den Schlüsseln? Ich hab keine Ahnung. Sind wir Erster? Sind wir Erster? Sind wir Erster? Komm schon. Yes. Gut, dann muss ich noch ganz schnell das Level herzen von vorhin. Ja. Tennis Mario Reverse, neuer Weltrekord. Interessiert mich doch nicht. So. Nein, ich muss in gespielte Level gehen. Coin Kolk, da habe ich zum letzten Schluss geliked. Wo ist es? Da, die Grotte Okupa, die war cool. So, hier, have a heart. Zack. Sehr schön. Dann bedanke ich mich nochmal fürs Zuschauen und sage.
Tschüss und schon jetzt lieber noch ein bisschen meine Stimme. Ich merke nämlich, wie es schon wieder kratzt, weil ich so viel gelacht habe vorhin. Das war nicht gesund. Das war nicht gesund. Ah, aber es war einfach zu gut. Danke fürs Zuschauen und tschüss.